Was meinst du, wie das Spiel ausgeht? Wohl einer der meistgesagten Sätze der letzten Wochen. Und nicht nur das, es wird auch gewettet, was das Zeug hält. So auch beim AVP Autoland in Deggendorf. 3/4 der Belegschaft beteiligt sich hier am firmeninternen Wettspiel. Was man da schaut auf den Zettel, was da geschrieben wird und gerechnet wird, das ist schon unglaublich. Beim letzten Spiel ist nichts rausgekommen jetzt. Da haben wir 7:1, was ja jeder weiß. Und jetzt haben wir einen Jackpot drin. Und der wird dann ausgeschüttet beim Finale. Da verlangen wir dann, haben wir ein bisschen erhöht auf 2 Euro. Und wir dann nur bei den 90 Minuten Zeit. Und dann schauen wir, wer das Geld aushält. Der Tipp fürs Finale? Ich habe jetzt ein 2:0 getippt. Natürlich für uns, da wir Weltmeister werden. 11 Männer müsst ihr sein. Das gilt nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch beim Altherrenstammtisch des BRK Seniorenheims in Plattling. Auch hier ist die WM das Thema Nummer 1. 3 Tage vor dem großen Spiel wird's jetzt auch höchste Zeit, die Tipps abzugeben. Dieter, ich habe den jetzt gerade 2:1 Argentinien kann man mit 2:0 schlagen. 3:2 für uns. Der Wetteinsatz spielt hier eine genauso große Rolle wie die abgegebenen Tipps. Eine Wette ohne Einsatz, das ist ja nichts. Ne? Aber das wird halt oder ist bis jetzt immer so ausgelegt worden, dass im Endeffekt entweder ein Brotzeit gegeben hat oder ein Freibier. Die alten Herren wetten aber nicht nur zur Weltmeisterschaft. Jetzt, wenn die Weltmeisterschaft wieder vorbei ist und wieder die Bundesliga angeht, ist natürlich Bayern die Mannschaft für uns. Gell? Und dann natürlich auch, was auch ein bisschen eine Rolle mitspielt, das ist die Plattlinger Regionalmannschaft. Geld, Essen, Trinken. Um was wird denn sonst noch so gewettet? Also ich habe mit der Kollegin in der Pressestelle gewettet. Der Wetteinsatz war, wer muss ein halbes Jahr lang die Zeitungen, und das sind nicht wenig, von der Pressestelle in die Bibliothek tragen, weil da landen sie dann immer am Schluss. Und ja, ich habe gewonnen. Und jetzt schauen wir mal, was wir uns für den Sonntag einfallen lassen. Vielleicht wird aus dem halben Jahr Zeitung in Tragen noch ein Jahr. Mein Tipp für Sonntag ist, es wird auf jeden Fall nicht so ein klares Ergebnis wie gegen Brasilien. Aber ich schätze auf jeden Fall, egal gegen wen wir spielen, wir werden mit 2 Toren Vorsprung gewinnen. Ein Wetteinsatz mit stressigen Folgen für den Verlierer. Wem das Risiko beim Wetten mit Wetteinsatz zu groß ist, für den gibt es in zahlreichen Shops und Unternehmen ja auch Gewinnspiele, bei denen ohne Einsatz mit dem richtigen Tipp was rausspringt. So zum Beispiel beim Sportkontakt in Metten. Wir haben für die Mitglieder ein Gewinnspiel gemacht, dass sie auf die Deutschlandspiele die Ergebnisse tippen können. Und je nach Spiel, das hat sich gesteigert von der Höhe des Turniers, haben Sie Mitglieder entweder Getränkegutscheine, Solariengutscheine oder jetzt zum letzten Spiel hat man einen Thermengutschein. Ob das genauso viel Spaß macht wie Geldwetten, ist Gemütssache. Aber egal wie, wo und um was getippt wird, wichtig ist ja nur, dass der gewinnt, der auf Jogis Jungs wettet.